Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir gegen Luxord, Larxen und Malusha gekämpft. War ein relativ harter Kampf eigentlich, war aber eigentlich schon hart, ne? Aber ja, weiß nicht, ob ich lieber Einzelkämpfe gehabt hätte, aber dann war ich mir schon von Anfang an sicher, dass das sowieso nicht der Fall sein wird. So, Donald ist gar nicht in seinem Team, Goofy auch nicht, also kann ich das hier wegmachen, ne? Ja, was soll ich noch ausrüsten, ne? Da ist die Frage. Ich brauche eigentlich nichts hier so. Und das könnte vielleicht gut sein, ne? Und das war es eigentlich. Und ja, war ja klar, dass nicht gegen jeden einzelnen kämpfen würden, also gegen 13 Bosse hintereinander. Da packen sie lieber so 3 in einen Kampf und machen die ein bisschen schwächer. Aber das war ja zu erwarten eigentlich. Gott. Finde ich aber trotzdem gut, wie er es gemacht haben. Also ja. Hätte man schlimmer machen können. So, wir warten noch ein paar Kämpfer auf uns. Da sind die nächsten. Als Ansem. Na, ich will noch nicht gegen Sigmar. Wenn wir ihn bis zum Ende aufbewahren. Ja, Rico gewinnt eigentlich voll einfach gegen Ansem, finde ich. Ja, der kleine Rico ist auch noch da. Sora, was geht? Okay, Rico ist in unserem Team. Okay, Ansem ist auch da. Ah, geh weg von mir. Gehen wir auch erst auf Mini Rico los. Die Musik ist die von Kingdom Hearts 1 gegen Ansem Rico. Oh, schon wieder passiert irgendwas. Was Piraten Ansem haut ab. So wie Sam das. Aber ich frage mich schon, wie der Ansem im Kampf aussehen wird. Die sind immer die schlimmsten von allen. Wait! Ansem! Where are you going? Ja, die sehr Nordklone bleiben natürlich noch übrig. Warum muss ich aus Kingdom Hearts 2? Hey, let's speed it up. Keep the line moving. Also Mini Rico. Oh Gott. Ich glaube, es wäre eigentlich besser erst gegen Sigmar, ja, was zu machen, weil er die ganze Zeit von weitem auf einen schießt. Ah, was soll's? Na, eigentlich ein Foto von ihm machen, ne? Kann ich ein Foto von dir machen, Sigmar? Gut. Du bist der, der macht. Hab ich mir gedacht, ey. Habe ich schon damals in Kingdom Hearts 1 fertig gemacht. Meinst du, hast jetzt eine Chance gegen mich? Oh, Rico ist wieder ab. Reload.
Und das ist die Musik, die man hörte, als man gegen Sigma gekämpft hat, weil ich sehr gut finde. Wer hat gerade Leider gesagt? Was du, Rico, Mini Rico oder Sigma? Ne, Sigma auf jeden Fall nicht. Boah, ich muss halt echt strategisch einsetzen, die Gutform, ne? Meine Dunkelheit ist dunkler als deine. Au! Ja, ob das so eine gute Idee war. Ja, Rico ist auch K.O. super. Gewesen ist ja nicht so nervig wie Chain of Memories, Rico. Und gehen zu kämpfen, das war der absolute Horror. Oh nein. Weil dieser Angriff aus den ganzen alten. Eigentlich ist dieses Spiel mehr oder weniger nur Anlehnungen an andere Kingdom Hearts Spiele und ich liebe es. Du hast ja nicht, das ist nicht viel Neues hier in diesem Spiel, was hier die Kämpfe angeht. Jetzt Rico. Aber was soll's? Du hast noch alte Musik und so was alles. Ich meine, warum irgendwas ändern, wenn es awesome ist? Ne? Nein, ich bin nicht gegen dich. Gut, einer erledigt. Dann war die Nummer 4. You're not real. I'm the real one. Aren't you my past self, from when Ansem possessed me? No, you beat Ansem and you're still here. This guy is me. Rico's Thema im Hintergrund, awesome. I knew it. It's a replica. A soon-to-be empty vessel. I've been waiting for a chance like this. Doing. Take the vessel. No. The world already has you. There's someone else who needs the replica more. You know who I mean. Oh. Naminé, you're saving her. Das ist halt ein Versprechen gewesen, ne? Good luck. Jetzt geht's aber hier noch weiter. This one's special. Oh Gott, was macht der da? Alter. Oh Gott.
Ja. Komm her, bester Charakter. Soll er angeblich der einer der schwersten Bosse in Kingdom Hearts 2 sein, was ich irgendwie nie verstanden habe. Komm her. Weil so wie es aussieht, war es das auch für ihn. Nach diesem Kampf. Alter. Komm auf den Boden, ich will ein Foto machen. Au. Oh nein. Nein. Der hat einen Bogen? Wie soll man den Angriff ausweichen? So. Ja, wird nichts mit dem Foto. Na, ich habe ja gerade eins geschossen. Boom. Ja, das war's wohl mit meiner Theorie dann, ne? Da ging Nummer 2. Boom. Und da geht bester Charakter hin. Oh. Figures. If I had a keyblade, it'd be different. Like you're actually worthy to use one? Oh. I am worthy. Huh? What do you mean? The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? Ja, das hab ich mir schon gedacht. It'd be wasted on you. As if. Hau und ab. Wesen sie damit Stil gegangen. Lebt er noch? Ich habe so das Gefühl, er lebt noch. Bitte sag mir, er lebt noch. Warum sonst diese extra Cutscene? Is that a replica? For Naminé? Yeah. Wish we could help her now. But first... I know. I'm going after Ansem. Okay. I'll go help the others. Ich glaube, wir haben wortwörtlich den Charakteren geholfen, die am wenigsten irgendwie Hilfe brauchen. Let's see. Die Sonne geht unter. Let's see. Okay. Boah, bitte sag mir, Sigma lebt noch. Er muss noch leben. So, ich würde gerne mal speichern. Und einen Schnitt machen. Ganze Zeug hier mal
Weiß ich nicht. Ein bisschen. So these panels in the floor are switches for the doors. Mein Fortschritt speichern, wenn es geht. Da ist ein Speicherpunkt. Hm, wisst ihr, was mir letztens aufgefallen ist? Wir haben mal Terra, Aqua und Ventus, ne? Die sind ja für Terra bedeutet ja Erde, Aqua Wasser und Ventus Wind. Ich habe mich immer gefragt, wo Feuer ist. Dann ist mir eingefallen, Lee ist auf Feuer. Und als sie da, als ich Lee so mit Ventus und Aqua gesehen habe, da ist mir schon so ein bisschen aufgefallen. Er ist das Feuer. Steht hier. Wahrscheinlich der letzte hat jetzt erstmal hier so mitbekommt, aber okay. Da. Warum sind die so komisch sortiert, ey? Warte mal hier, Mission 2. Nee. So, wieder hier. Geschafft. Ja. Er wartet da hinten. Da sehe ich Demix. Und sonst niemand anderen. Gut, dann machen wir munter froh weiter und nehmen uns die Organisation hier vor. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert, deswegen lasse ich mal. Und ja, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.